mir ist so kalt. Was kann man da tun? Evanio.de. Der neue Hoodie. Mhm. Guck mal, wie geil der aussieht. Der wird dich warm halten. Oder Mini-Banani. Mit der kannst du kuscheln, bis dir warm wird. Oh, gute Idee. So, Franklin. Letztes Mal war ich ein bisschen böse zu Franklin. Jetzt probiere ich hier auf jeden Fall mal nicht so... Nein, komm. Ich habe mir meine Meinung über Franklin gesagt. Alles cool. Also geht's einen Weg, ich gehe meinen Weg, alles cool. Aber er hat bei meiner Challenge mitgemacht. Das heißt, ich check jetzt mal aus, ob er die 1000 Euro mitnimmt. Oder ob The Franks mir mal 1000 Euro schenkt. Nein, schauen wir mal nach, ob The Franklin mich kurz geschlagen hat hier im Wettessen. Ich hoffe, es geht euch mal wieder gut. Wir sind heute bei einem ganz speziellen Video und ich muss mich auch ein kleines bisschen beeilen. Weil, wo ist mein Handy, wo ist mein Handy? Dieser Moment, wenn man immer sein Handy verlegt, Alter. Wir haben 19.29 Uhr. In einer halben Stunde geht mein Stream los. Bis dahin muss ich die Nudeln fertig gemacht haben. Und ja, Nudeln, ihr habt schon richtig gelesen im Titel. Ich hoffe, Franklin, das würde auf jeden Fall unsere Beziehung besser machen, wenn die Nudeln auch über meinen Link gekauft worden sind. Das wäre aber nice. Guck mal, das Ding ist, Leute, ich will viele Evanio Challenge mitnehmen. Deswegen nehme ich das nicht übel. Ich schaue mir mal an, wie die Leute das machen hier und da, damit sie es auf mich nachmachen. Sehe ich hier, er kocht sie auf, genau wie ich es möchte. Gefällt mir schon mal sehr sympathisch. Dann macht er die Soße rauf, brät sie, Algen. Das Ding ist, Algen variiert, wie ihr Bock habt, Digga. Also variiert, wie ihr Bock habt mit den Algen. Algen, das Ding ist, der Eigengeschmack, müsst ihr euch sagen, ne? Muss ich wirklich sagen, der Eigengeschmack ist sehr geil auf den scharfen Nudeln. Das ist so eine nice Mischung, wisst ihr? Sollte der unerwartete Fall eintreffen, dass ich schneller bin als Evanio, verzichte ich auf die 1000 Euro, weil in meinen Augen, das ist viel Geld, 1000 Euro. Und ich hätte den Anspruch, wenn ich Evanio wäre, dass die Leute, wenn sie das gewinnen wollen, auch komplett ungeschnitten in einem Take hochladen und dass man alles so ganz genau sieht. Das war klar, aber du hast ja gezeigt, wie du es machst. Das ist so in Ordnung. Sagen wir, der Gewinner kriegt jetzt 1000 Euro. Sagen wir, zum Beispiel, du hast jetzt gewonnen, ne? Und wenn du dann selber persönlich sagst, ey, okay, das Geld möchte ich lieber spenden, das ist eine freie Entscheidung, ne? Also macht mit dem Geld, was wollt ihr, könnt in den Puff gehen damit. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich wollte einfach nur einen Anreiz geben mit den 1000 Euro, die mir selber wirklich im Herzen wehtun. Einmal die Leute ein bisschen animieren. Was würdet ihr mit 1000 Euro machen, wenn ihr jetzt auf den Schlag 1000 Euro kriegen würdet? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde mir 1000 Döner kaufen. Nein, jetzt ehrlich. Ich glaube, ich würde direkt investieren. Sag ich ganz ehrlich, ich würde direkt investieren, keine Ahnung, vielleicht Aktien oder so anlegen oder so. Und vielleicht, wenn ich ehrlich bin, vielleicht würde ich auch einen Kopf hauen. Also sprich, Anime-Klamotten kaufen. Einfach mal richtig geil draus hauen. Weil ich bin so ein richtiger Minimalist. Ich kaufe mir nichts richtig. Egal, ich habe jeden Tag dieselben Klamotten gefühlt an. Vielleicht würde ich mal so richtig, wenn es eh nicht meine 1000 Euro, wisst ihr, was ich meine? Dieser Fakt, das sind nicht meine 1000 Euro, das sind so gekriegte Geschenke von irgendjemandem. Die würde ich euch mehr auf den Kopf hauen. Einfach drauf scheißen. Komm, hier ein Dragon Ball-T-Shirt, Naruto hier noch nebenbei geblasen. Nein, aber wirklich. Silber kaufen, easy. Digga, Red, dann wir haben mal direkt auf Gold. Safe sparen. Sparen, das ist der Schweizer in mir. Aber nicht der Star. Was in dir? Der würde direkt in den Todesstern investieren. Ich spare auf 1000 Euro PC. Tomaten für 1000 Euro kaufen. Elbenstein, hoffentlich gewinnst du nicht die 1000 Euro. Du bist der einzige Elbenstein, den ich nicht gönnen würde. Naja, schauen wir mal in der Challenge. Sorry, ich habe echt viel gelabert. Ich war voll in meinem Flow. Falls nicht möglich, weil ich das Ganze hier im Stream das Wettessen machen wollte. Und im Stream, ich sitze hier mit einer festen Kamera, kann ich das nicht irgendwie machen ohne. Nee, Frank, alles gut. Du hast ja gerade gezeigt, was du gemacht hast. Das Stream abbricht, etc. Deswegen habe ich das kurz davor zubereitet. Meine persönliche Einschätzung, Leute. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, ihn zu besiegen. Glaube ich nicht. Ich sag, Frank kommt gut ran. Der Vorteil für mich ist, ich weiß nicht, wie scharf sie sind. Das heißt, ich werde richtig reinballern. Was? Ich dachte schon mal die gegessen, und dann wird ich schaffen, irgendwann mich einfach töten. Okay, so Freunde, also, wir haben hier den lieben Evanio. Ich bin mal wieder so aufgeregt, Alter. Ich scheiße, weißt du, machst immer so ein. Hast du Angst, dass du verlierst? Nein, gar nicht. Ich habe einfach Angst. So. Vor den Schmerzen. Ja, Mann, vor den Schmerzen. Oh ja, das Ding ist halt, ihr müsst hier mal reinziehen, Leute. Ja, dieses scharfe Essen kann halt so geisteskrank Mütter rannehmen, ne? Also, weil du halt so da frisch reingeworfen wirst. Also nicht Angst, sondern so. Okay, zieh durch. Boah, die Nudeln. Sehen gut aus, sehen gut aus. Seine Freundin isst mit. Boah, okay, das ist wild. Ich gebe zu, das ist cool gerade. Sind wir bereit, Leute? Komm, zeig mal, ob du mich weg. Oh nein, mein Essen. Ob du mich bald wegschweinen wirst. Ja. Oh, geile Mucke, geile Mucke. Oh, Ken, du hast recht. Moment. Ja, wo bin ich? So. Wieder das Getränk, ich schwöre. Was Franklin, ne? Dieses Getränke. Hast du sein Getränke? Halt die Flasche ran und iss so. Ich schwöre, ich habe auch den Fehler gemacht. War auch meine Schuld. Aber auch schon mal Döner-Challenge. Nein, das kostet so Zeit. Okay, ich muss sagen, er ist echt schnell. Er ist echt doch schnell. Er ist 200. Nein. Guck mal, 44 Sekunden, sage ich ganz ehrlich, ist schwach. Meiner Meinung nach, 44 Sekunden kann jeder schlagen. Aber ich hätte gedacht, Franklin hat mich nicht. Aber die Schärfe fickt ihn gerade richtig. Oh mein Gott. Ah! Scheiße, der Schmerz kommt. Er ist noch auf Ehrenbasis. 44 Sekunden. Ganz heiß, brennt tot. Alles. Soll ich korrekt, dass er hoch ist? Ja, ein paar Mal kostet schon. Zugang, die wird euch heute nicht schaffen. Aber jetzt, sag hier ein Bescheid. Das macht auf jeden Fall Frank zu einem sympathischen Schwein. Sag deiner Oma Bescheid. Man hat die Scheiße nochmal, Digga. Ich hab mich schon wieder scheiße wütend, dass ich es nicht geschafft habe, Alter. Schon wieder.
Ich glaube, ich habe schon wieder an manchen Stellen zu sehr gekaut. Du hast zu sehr getrunken. Ah, es brennt da. Um die ganze Lippe rum. Es brennt nur weg. Okay, Frank, aber finde ich cool, dass du teilgenommen hast auf jeden Fall. So, 1000 Euro geht anscheinend nicht an Franco. Aber Leute, mal gucken, ob es mal anders gehen wird. Wir gehen weiter runter. Oh mein Gott, Leute, wie blutend sieht dieser Mann aus. Leute, wollen wir diesen Mann mal... Kann jemand diesen Mann bitte Milch bringen? Guckt euch mal diesen Typen an hier. Er sieht wirklich sehr bedrohlich aus. Wir gucken uns diesen Mann an. Der sieht sehr böse aus. Was geht, Freunde? Ihr kennt euch sicher Evanio. Der hat eine Challenge rausgehauen. Nudeln, dann Wasser. Den Wasserkocher hatte ich früher auch. Der ist nice. Nudeln werden schön gemacht. Schön mit Soße angebraten. Genau so. Wirklich. Ist das der Chat so geil finde, dass die Leute die Schärfe ganz oft unterschätzen? 5, 4, 3, 2, 1, komm, mein Specki. Mächtige Bisse. Oh mein Gott, er hat die ganzen Nudeln im Kopf noch. Entweder er spuckt jetzt wieder aus oder er schüttet alles rein. Er spuckt aus, genau wie ich. Aber er kann sich leisten, weil er wirklich einen großen Mund hat. Da passen viele Schwänze rein. Oh, er macht es aber gut. Er macht das gut. Okay, nein, da fällt wieder raus. Ah, überschätzt. Überschätzt, richtig überschätzt, gerade gesehen. Digga, er hat zu viel reingeschoben. Er schlägt meine Zeit nicht. Auf Ansage schafft. Oder? Oh Gott, ich hab gemutet. Okay, ey, verkauft auf Ansage verschissen auf jeden Fall. Aber 37,08. Oh mein Gott. Okay, auf Ansage verschissen, Leute. Aber 37? Nicht schlecht, aber da hatten wir schon ein, zwei bessere, muss ich sagen. Oh mein Gott. Und jetzt kommt die Schärfe. Oh. Das ist das Geile bei der Evanio Challenge. Wisst ihr, die Leute unterschätzen alle die Schärfe. Alle so, oh, easy. Aber nee, aber das Ding ist, das erste Mal war Döner essen. Wisst ihr, das erste Evanio Challenge. Die Leute haben Döner gegessen, dachten alle so, easy. Aber ich sag euch ehrlich, das ist halt das Schlimme. Die Schärfe knallt danach richtig rein. Mein Gott, die ist noch schärfer als davor. Oh mein Gott. Müllermilch. Eine normale Milch, Digga, oder Sojamilch. Immer empfehlenswert, Leute, falls ihr bei der Evanio Challenge mitmachen wollt. Die geht auch bis zum 14.12. Digga, nehmt Sojamilch. Oh mein Gott. Alter, er ist gebogen. Okay, geil. Er brennt sich gerade den Arsch weg. Er nimmt Brot und so. Alter, komm, er weint. Oh, das sind die Reaktionen, die ich haben möchte. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nur so schadensfroh, so ein kleiner Wichser, weil immer leide ich für euch. Jedes Mal leide ich für dich, Digga. Und jetzt leiden mal andere. Von Ruhm und Ehre. Oh, das stimmt, so krass. Ich bin so sauer, wenn er nicht darauf reagiert. Ich hab doch reagiert. Er sagt, ich bin so sauer. Ich hab reagiert, Bro. Ich kommentiere auch bei dir. Moment. Ich kommentiere bei jedem. Das hab ich mir eigentlich vorgenommen. Zeig mir, was ich kommentiere. Ich hoffe, dein Po brennt. Geil.